Hallo, liebe Waage, herzlich willkommen zu deiner Legung 16.04. bis 30.04.2022. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ihr habt bestimmt auch schon gewartet auf eure Legung. Ich bin irgendwie ein bisschen verspätet, aber im Moment ist bei mir eine ganze Menge los und deswegen danke ich euch für euer Warten, für euer Verständnis, dass die Legung ein bisschen später kommt. Meine Lieben, ihr seht hier drei verschiedene Kartendecks. Wir fangen mit den Weisheitskarten an, da mische ich euch die Überschrift und dann habe ich hier zwei verschiedene Tarot-Kartendecks. Und mit diesen zwei verschiedenen Tarot-Kartendecks gucken wir uns genau die Themen an, die hier in den kommenden 14 Tagen Thema ist. Mit dem einen werden wir die Überschrift klären und mit dem anderen werden wir in die Tiefe gehen, ja? Dann haben wir eine gute Übersicht und ich denke, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal Impulse, wo ihr eventuell, wenn euch irgendwelche Situationen nicht gefallen, die ihr auf jeden Fall schon mal wisst, die ihr ändern könnt. So, meine Lieben, denkt bitte mal daran, für alle, die neu sind, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Zeit ist fließend, denkt bitte daran, ja. Und für alle Männer und für alle Gleichgeschlechtlichen, ihr seid herzlich willkommen auf meinem Kanal. Switcht es euch bitte auf eure Situation um, ja. Und es ist wirklich egal, welches Thema bei euch gerade präsent ist. Ich werde die Legung so machen, dass ihr euer Thema mit den Karten sozusagen, ja, dass da so eine Symbiose draus wird. Also ob es jetzt die Liebe ist oder die Partnerschaft oder die Persönlichkeitsentwicklung, passt es bitte das Thema auf die Karten an, auf die Situation. Ihr müsst natürlich auch schauen, weil es ist eine Kollektivlegung, ob ihr damit in Resonanz geht. Ja, dadurch, dass das eine Zukunftsvorhersage ist, das heißt also Tendenzen nach vorne, kann es auch sein, dass du damit noch gar nichts anfangen kannst. Das heißt, etwas später anschauen wäre sinnvoll oder du buchst dir einfach bei mir eine persönliche Legung. Und dann können wir gerne mal gucken. Wenn du Blockaden hast, die du nicht wegbekommst, wo du sagst, du verstehst nicht, warum du in einer gewissen Situation bist, liebe Waage, können wir uns das auch gerne mal auf der energetischen Ebene angucken. Da gibt es verschiedene Heilweisen, wie man Blockaden lösen kann. Und da kann ich dich sehr gerne beraten. Meldest du dich gerne bei mir und dann gucken wir einfach, um was es bei dir geht. Okay? So, aber jetzt schauen wir erstmal, was in den kommenden 14 Tagen bei euch Thema ist, liebe Waage. So, was haben wir denn hier? Jo. Ihr seid relativ entspannt, liebe Waage. Das ist sehr schön. Ihr seid hier in der Schlummerstunde. Schlummerstunde ist immer, das ist so mit so meine Lieblingskarte, weil ihr seid sehr sensitiv. Das heißt, wenn bei euch irgendwas nicht in Ordnung wäre, wäre dann nichts mehr mit Schlummerstunde. Aber hier, ihr seid von der Hauptenergie hier, seid ihr relativ entspannt. Ja, also bei euch ist alles bei euch ist auch alles im grünen Bereich. Ihr habt auch das Gefühl, ihr seid gesegnet. Also, dass bei euch alles gerade so, wie es läuft, relativ gut läuft. Das ist mal eine Legung von denen, die ich jetzt gemacht habe. Eine sehr positive Legung, muss ich sagen, weil ihr tut euch hier auch die Ruhe an, weil ihr das Gefühl habt. Ich habe Sprachfindungsstörung heute. Ich kann es mir noch nicht erklären, warum. Meine Lieben, habt Verständnis. Ich danke euch dafür. Also, ihr seid hier in der Schlummerstunde. Ihr tut euch hier die Ruhe an, weil ihr das Gefühl habt, bei euch läuft gerade alles richtig, so wie es läuft, oder es ist relativ alles in Ordnung. Also es ist nichts, was euch hier beunruhigt, weil ihr habt auch das Gefühl, dass ihr müsst euch die Ruhe antun, weil ihr seid hier in so einer Zwischenwelt. Das heißt, ihr seid nicht mehr da, wo ihr mal wart, und ihr seid aber auch noch nicht da, wo ihr hin wollt. Ihr seid sozusagen hier im Transformationsprozess und den meistert ihr hier, ehrlich gesagt, ganz gut. So, und wie ihr seht, tue ich mich heute mal wieder sehr schwer. Ich habe hier auch für euch die Info. Ich habe eine neue Technik, eine neue Arbeitsweise und ich muss mich an diese Art und Weise erstmal gewöhnen. Also, wie gesagt, aber ich denke, es wird. So, was haben wir denn hier? Ja, es geht hier bei euch um eine Chance, um eine relativ schnelle Chance, die ihr bekommt. Ich denke eher, das hat was hier mit eurer Persönlichkeitsentwicklung zu tun, dass ihr hier wirklich durch die Transformation ihr euer Inneres verändert und damit verändert ihr euer Äußeres. Ihr habt auch, und das finde ich wundervoll,
Ihr habt hier die Qual der Wahl. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten in Bezug eures Themas, was ihr hier habt. Also ihr habt hier eine ganz tolle Chance, die relativ schnell einhergeht mit euch, ja, oder die auf euch zukommt, ja, und ihr habt hier sozusagen die Möglichkeit zu entscheiden, ja, was nehme ich denn jetzt? Was möchte ich jetzt? Und das ist ja schon mal eine ganz positive Ausgangsbasis. Es könnte hier im Bereich deiner Arbeit sein. Wenn wir die Arbeit mal mit der Zwischenwelt sehen, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass du hier zum Beispiel eine Ausbildung machst oder machen möchtest oder dass du einen Positionswechsel im Bereich deiner Arbeit vornimmst oder vielleicht machst du dich auch selbstständig und bereitest dich darauf gerade vor. Also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, die hier bei dir eintreffen können oder die hier zutreffen können. Eine Karte hätte ich gerne noch für die Waagegeborenen, bitte. Okay, dann sind es zwei. Dann nehmen wir die. Oh, es hat hier etwas. Das ist ja schön. Das sage ich doch, es könnte mit der Arbeit zu tun haben. Es könnte hier sein, dass es hier mit einem Arbeitskollegen zu tun hat, mit dem ihr zusammenarbeitet. Das könnte zum Beispiel ein König der Kelche sein. Ja, und drei der Münzen ist die Teamarbeit. Es könnte wirklich sein, dass du hier entweder auf Arbeit mit jemandem zusammenarbeitest, ja, oder es könnte auch sein, dass du hier letztendlich mit einem Teampartner in die Selbstständigkeit gehst. Ja, und ich sehe dich hier als Königin der Münzen. Das heißt, egal in welcher Form, ob selbstständig oder Angestelltenverhältnis oder wie auch immer, du bist aber hier in der Situation oder auch in der Position, dass du relativ gut mit Geld umgehen kannst. Und die Entscheidung, die triffst du für dich letztendlich, weil du deinen Wert kennst. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Also du bist hier Gott sei Dank von der Wertigkeit her nicht im Mangel, sondern du überlegst letztendlich, wie kannst du hier etwas im Beruflichen, weil es sind hier Münzkarte, Chance, Entscheidung, ja, wieder Münzkarte. Also es sieht hier sehr nach Arbeit aus, dass du hier wirklich entscheidest, wie du hier beruflich vorangehst, wie du dich hier beruflich veränderst. Und es kann wirklich mit dem König der Kelche zu tun haben. Was ist das hier für eine schnelle Chance oder ein schneller Neuanfang bei Waage? Um was geht es hier? Okay, du bekommst hier eine schnelle neue Chance oder machst hier einen relativ schnellen Neuanfang, Waage, weil du bist hier und das könnte auch mit der Schlummerstunde sehr gut passen, dass du einfach mehr schläfst im Moment oder dich mehr ausruhst, weil du mit 10 der Schwerter bist du hier sehr geschafft. Ja, also du bist hier wirklich K.O. Körperlich bist du wirklich geschafft. Und diese Chance mit dem Ass der Stäbe könnte die Erleichterung sein zu den 10 der Schwertern. Ja, also dass du hier aufgerufen bist, hey Waage, guck mal bitte über den Tellerrand hinaus. Es gibt hier noch eine andere Chance für dich, zum Beispiel im Beruflichen. Ja. So, 7 der Kelche. Um was geht's hier bei der Qual der Wahl? Wow. Wow. Ich gehe sehr stark davon aus, dass du im Beruflichen hier einen Neuanfang machst. Ja, du hast verschiedene Möglichkeiten, hier einen Neuanfang zu machen, um deine Belastung zu reduzieren, weil diese Belastung hältst du nicht mehr aus oder nicht mehr lange aus. Also du musst hier wirklich, und ich sage bewusst du musst hier wirklich was ändern. So, 8 der Münzen. Um was geht's bei Waage bei 8 der Münzen, bitte? Da kommen schon gleich 2 Karten. Ja. Du wirst hier, wir haben hier einmal Ritter der Schwerter und wir haben hier schon wieder ein Ass. Und zwar Ass der Münzen jetzt. Du wirst beruflich, wirst du vorangehen und zwar ganz direkt. In welcher Form auch immer. Und das hat was mit einem finanziellen Neustart zu tun. Es könnte zum Beispiel sein, dass du dich selbstständig machst oder dass du eine andere Position bekommst auf Arbeit und dass du dadurch zum Beispiel mehr Geld verdienst. Ja, das kann hier sehr gut möglich sein. Und das dient alles dazu, dass du die 10 der Schwerter hinter dir lässt. Das ist immer noch das Augenmerk, ne?
die Kommunikation, die hier reinkommt, die schnelle Kommunikation, das sind jetzt hier 8 der Stäbe, die haben hier was mit dem König der Kelche zu tun und die haben was mit 3 der Münzen zu tun. Die Kommunikation, es geht hier um die Kommunikation im beruflichen Sinne. Ja? Also du wirst hier beruflich gesehen, wirst du hier etwas verändern. So, was haben wir denn hier noch als Outcome-Karte? Ja. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass dir letztendlich dein Beruf, den du getan hast, dass der dir Freude bereitet hat. Keine Frage. Du arbeitest gerne viel, aber du bist hier auch enttäuscht und traurig. Es ist hier irgendwas auf beruflicher Sicht, irgendwas passiert. Vielleicht wurdest du auch gekündigt oder man hat dir gesagt, man wird dir die Kündigung geben, weil sich betrieblich bei dir was verändert. Und das hat hier dazu geführt, dass du sozusagen die Enttäuschung hast. Wiederum aber auch muss es bei dir beruflich irgendwas gegeben haben, wo du sozusagen körperlich komplett erschöpft warst. Und das ist aber auch eine Chance, eine schnelle Chance für einen Neuanfang, wo du die Qual der Wahl hast, beruflich voranzugehen, um mehr Geld zu verdienen, eine neue berufliche Chance. Und die hat etwas mit schneller Kommunikation, mit einem König der Kelche und mit Teamarbeit zu tun. Und das kann auch das sein, dass du hier in diesem Transformationsprozess bist, Waage. Und dass du durch diesen Zustand von 10 der Schwerter, dass du so K.O. warst, ja, dass du dich halt einfach öfter ausruhen musstest. Trotz alledem bist du gesegnet, keine Frage. Es ist gewollt, dass dieser Prozess bei dir hier stattfindet. So, und was gibt's jetzt hier noch bei Waage, bitte? Nee, das ist mir zu viel. Ich wollte eine, bitte. Na gut, dann nehmen wir 2, aber mehr nicht. Nee, schon wieder 3. Nö. Also jetzt geht's mal los. Was ist denn hier heute los? Ja. Genau. Sehr schön. Das juwelenbesetzte Netz, Verbundenheit. Ja, das ist genau das. Das könnte auch sehr gut sein, dass es hier bei dir was mit freiberuflich zu tun hat oder mit dem Wissen, dass wir sind alle miteinander verbunden. Das heißt, es könnte einer hören, du verlierst deinen Job zum Beispiel oder du möchtest eine berufliche Veränderung in dein Leben. In deinem Leben leben oder erleben oder du planst eine berufliche Veränderung, egal ob es jetzt von außen kommt oder dem Impuls von innen, von dir selber. Und es könnte auch sein, dass du das connectest und durch die Verbundenheit hier könnte es sein, dass das ein Freund, ein Kollege oder wer auch immer, ein König der Kelche mitkriegt und sagt, hey, komm, lass uns das zusammen machen. Also hier ist definitiv ganz klar angezeigt, Waage, ein komplett beruflicher Neuanfang. Weil du das, was du bis jetzt getan hast, dich nicht mehr glücklich macht und dich wirklich K.O. gemacht hat. Also hier die 10 der Schwerter ist wirklich die totale Erschöpfung. Und sieh es nicht als was Negatives an, sondern sieh es als schnelle Chance an, um dich hier weiterzuentwickeln für einen Neuanfang, für einen beruflichen Neuanfang. Sage dir letztendlich, du bist es wert, glücklich zu sein und du hast so viel Potenzial, was du mitbringst. Ich sage immer, jeder ist inkarniert mit einer oder ja, doch mit einer gewissen Qualität an Sein, an Können. Unsere Aufgabe ist es letztendlich rauszufinden, was kann ich gut? Und das wird auch die Zukunftsmusik sein. Da ist nicht mehr wichtig, mein Bachelor, mein Master, meine Frau, mein Mann, mein Haus, mein Pool, mein Auto. Ah, das wird alles nicht mehr sein. Wichtig ist hier zu gucken, was kann ich? Und was kann ich beruflich tun, was mir Freude bereitet? Denn fragt mal die Leute, die meine Frau, mein Haus, mein Auto, mein Bachelor, mein Master, was weiß ich,
ob die in ihrem Job glücklich sind. Und die werden auch irgendwann an einen Punkt kommen, liebe Waage, wo sie sagen, ey, wozu bin ich letztendlich hier? Ich arbeite und ich gehe jetzt mal nur von den im Festangestelltenverhältnis an. Also ich gehe jetzt mal aus, meine ich, nur von denen, die im Festangestelltenverhältnis sind. Dass es Menschen sind, die sich irgendwann fragen, wozu mache ich das eigentlich? Ich acker mir hier die Seele aus dem Leib, um damit sich jemand anders das Geld verdient. Und das ist genau der Punkt, um was es hier geht. Das ist genau das, um was es bei dir hier geht. Du hast dir hier die Seele aus dem Leib geackert, du kannst nicht mehr und hast jetzt sozusagen, ich packe mal die Karte hier rüber, so, und jetzt hast du die Möglichkeit, die Qual der Wahl einen Neuanfang zu machen. Du hast die Möglichkeit, mehrere Optionen, hier was Neues anzufangen. Ja? Du arbeitest viel und gut, keine Frage. Du hast hier die Chance für ein neues Fundament im Bereich deiner Berufung, deines Berufs. Und du bist auch nicht alleine. Ja? Das ist die Teamarbeit und das ist ein Kollege, ein Freund, ein Bekannter, wie auch immer. Ein Teampartner, was auch immer du daraus jetzt machst. Ja, und ihr connectet miteinander, damit ihr euch sozusagen vernetzen könnt. Ja, und damit ihr in Verbindung seid, um hier was Großes, Tolles neu zu erschaffen. Wow, also letztendlich nicht schlecht. Aber gut, schau einfach, inwiefern du dafür offen bist, um neue Wege zu gehen. Aber eins ist Fakt, du hast zwei Asse drin. Einmal Ass der Stäbe, das ist die schnelle Chance, etwas zu verändern. Und dann hast du hier das Ass der Münzen. Das ist das Bodenständige, das ist ein Neuanfang in den Finanzen, ein Fundament sich aufbauen, eine neue Chance zu haben, etwas Neues zu kreieren, zu gestalten, ja, mit Fundament. Und das ist toll. Und deswegen bist du hier, auch nicht mehr da, wo du mal warst und bist aber auch noch nicht da, wo du hin willst. Na? So, jetzt seht das. Ja, also, macht euch keine Gedanken, ihr seid gesegnet. Also, wenn ihr dazu Fragen habt, gerne, wir gucken uns das gerne nochmal näher an. Bei einer persönlichen Legung, wenn ihr das möchtet, meldet euch gerne. Alle Informationen habt ihr unten in der Infobox. Okay? In diesem Sinne, liebe Waage, alles, alles Liebe. Danke für euer Verständnis, dass eure Legung ein bisschen später gekommen ist. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Katrin.